Wir haben hier auf meinem Kanal schon viel über gesunde Gewohnheiten geredet. Wie du eine produktive Morgenroutine und achtsame Abendroutine hast, Gewohnheiten für ein besseres Leben und wie du Gewohnheiten und Routinen generell übernimmst. Jedoch waren das meist Daily Habits, also Gewohnheiten, die wir jeden Tag praktizieren sollten. Allerdings gibt es aber auch wichtige Dinge, die du zwar nicht jeden Tag machen musst, aber die auch ziemlich hilfreich sind und diese möchte ich dir heute zeigen. Die allererste Gewohnheit ist, jeden Sonntag eine neue Woche zu planen. Ich persönlich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn ich am Montagmorgen aufwache und direkt weiß, was mich in dieser Woche erwarten wird, was ich persönlich für Ziele, Aufgaben und Termine habe, was ich in der Woche schaffen möchte und was generell einfach so ansteht. Ich persönlich habe mir dafür jetzt den Sonntag ausgesucht, aber du kannst auch sagen, dass du das vielleicht immer am Mittwoch machen möchtest oder du möchtest das, keine Ahnung, auch nur einmal im Monat machen. Ich persönlich finde einfach dieses einmal in der Woche jeden Sonntag sehr gut und habe ja schon so ein richtiges Template eingerichtet, das ich jede Woche bearbeite. Und ich war noch vor, darüber ein Video zu machen, also was ich genau jeden Sonntag plane. Ich habe da schon so meine kleine Routine und meine Fragen, die ich jeden Sonntag beantworte. Und Listen, die ich jeden Sonntag abarbeite. Also ich habe da so ein richtiges System, was mir total viel Spaß macht. Und ich freue mich wirklich jede Woche auf diesen Sonntag. Darauf, dass ich mich auf die neue Woche vorbereiten kann. Und ich freue mich wirklich immer so doll darauf, weil es auch wirklich echt Spaß macht. Wirklich echt Spaß macht. Wow. Die zweite sehr gute Gewohnheit ist zu reflektieren. Und ich habe euch zum Thema Reflektieren viel verschiedene Methoden und Tipps mitgebracht, die ich euch jetzt ganz kurz mal erklären möchte. Die erste Sache, die ich sehr gerne mache, ist Tagebuch zu schreiben. Und beim Tagebuch schreiben kannst du einfach sehr, sehr viel reflektieren. Und gerade da du weißt, dass du es niemandem zeigen wirst und dass es nur dir gehört, kannst du da auch sehr, sehr frei sein und viel über deine Gefühle und Gedanken schreiben. Außerdem gibt es auch diese Methode Intentional Journaling, also Tagebuch schreiben mit Intention. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht. Kannst du dir sehr gerne angucken. Und da geht es darum, dass du dir eine Frage aufschreibst, über die du dein Tagebuch schreibst, was natürlich sehr gut für die Selbstreflexion ist, um einfach über eine bestimmte Frage oder bestimmte These zu reflektieren und zu gucken, wie stehe ich dazu eigentlich und ja, wie sollte ich mich am besten verhalten. Als zweite Reflexionsstrategie habe ich einen Habit Tracker. Ein Habit Tracker, wie es schon aussagt, ist ein Tracker für deine Habits, für deine Gewohnheiten. Und du guckst einfach, wie und wie oft du bestimmte Gewohnheiten erledigst. Ich habe einen Habit Tracker mit 5 verschiedenen Kategorien und zwar habe ich da einmal Koreanisch lernen, lesen, meditieren, Sport machen und Tagebuch schreiben. Genau, diese 5 Sachen habe ich da. Und ich hake dann quasi jeden Tag ab, was ich an dem jeweiligen Tag gemacht habe. Und am Ende der Woche gucke ich mir an, was ich wie oft gemacht habe. Meistens steht dann da irgendwie so Lesen, 6 von 7, Koreanisch lernen, 4 von 7. Und 7, by the way, wegen 7 Tage in der Woche. Also deswegen von 7, genau. Und das ist einfach eine sehr gute Strategie zu gucken, wie oft du die Gewohnheiten, die du implementieren möchtest in deinem Alltag, tatsächlich erledigst. Und was du vielleicht verbessern kannst, wenn du dazu noch schreibst, wann du es gemacht hast und warum du es gemacht hast, kannst du auch gleichzeitig noch analysieren, was deine Trigger und Auslöser sind, was für eine Laune du sein musst, was für Umstände du haben musst und so weiter, um das Ganze irgendwie zu optimieren für dich, um diese Gewohnheiten dann wirklich auszuführen. Ja, das war ein langer Satz. Die dritte Strategie zum Reflektieren ist, ein Braindump zu machen. Ein Braindump ist einfach eine Liste, es ist nicht mal eine Liste, es ist einfach ein Papier, auf dem du alles aufschreibst, was dir in deinen Kopf kommt und einfach alles aus deinem Gehirn quasi so auskotzt und einfach mal alles aufschreibst. Das mache ich auch sehr gerne am Sonntag, um einfach zu gucken, was habe ich einfach so gerade in mir drin, was möchte ich rauslassen, welche Gefühle und Gedanken und danach sortiere ich das dann alles so ein bisschen in Kategorien und überlege, was ist davon vielleicht hilfreich in meinem weiteren Leben oder was wird einfach mal so stehen und ja, lass es gehen. Die vierte Sache ist ein bisschen special und ich glaube, die meisten meiner Freunde finden es wahrscheinlich auch nicht so cool. Aber was ich sehr gerne mache, ist viertens Audios an Freunde verschicken und ihnen von meiner Woche zu erzählen. Das mache ich ja meine beste Freundin sehr gerne und ich mache dann immer so 10 Minuten Sprachnachrichten und sage dann so: Hi, ich wollte mir über meine Woche erzählen, über meine Gedanken und Gefühle in der Woche und was ich so momentan denke. Und das machen wir beide eigentlich ziemlich gerne. Also sie schickt mir auch manchmal so 8 Minuten Sprachnachrichten und ich und ja, das ist irgendwie eine coole Sache, die Gedanken rauszulassen, dass du gleich mit dem anderen teilen kannst und auch noch eine andere Meinung dazu holen kannst. Also, falls du noch eine andere Meinung haben möchtest und deine Freunde vielleicht ein bisschen nerven möchtest, könnte diese vierte Sache auch noch eine gute Option für dich sein. Okay, kommen wir jetzt mal vom Reflektieren weg und kommen zum dritten Punkt, denn der dritte Punkt ist Lesen. Also den Leuten, die sehr, sehr gerne lesen, sehr, sehr viel lesen, möchte ich nicht sagen, lest nur einmal in der Woche, aber ich denke, für Leute, die gerade erst damit anfangen, beziehungsweise für Leute, die vielleicht noch gar nicht lesen, würde ich als Tipp geben, sich einen festen Tag in der Woche zu nehmen, an dem man dann liest. Ich glaube, über die Vorteile vom Lesen müssen wir gar nicht mehr reden, da wir alle wissen, dass Lesen sehr, sehr gut ist und sehr, sehr wichtig ist und uns auch sehr viel weiterbringt in unserem Leben. Und deswegen
Deswegen ist auf jeden Fall eine Gewohnheit, die ich euch raten würde, zu implementieren in eurem Leben, falls ihr das nicht schon tut. Und by the way, kommt auch schon in den nächsten Tagen, ein neues Video raus zum Thema, wie du mehr lesen kannst. Und mit Tipps, um Lesen eine Gewohnheit zu machen, in deine Routine, in deinen Alltag zu integrieren. Die vierte Gewohnheit ist, jemanden anzurufen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass ich immer mit denselben Personen rede und immer mit denselben Personen irgendwie zusammen bin und mich bei denen melde und denen frage, wie es denen geht. Und dann habe ich aber auch noch Freunde, die ich natürlich sehr, sehr gerne habe und die mich wahrscheinlich auch sehr gerne haben. Aber irgendwie kommen wir immer nicht so dazu, so viel miteinander zu reden. Und irgendwie ist es cool, wenn man so eine leichte Routine hat und vielleicht diesen Leuten mal schreibt. Jetzt komme ich wieder auf meine Sonntagsroutine zurück. Aber meiner Sonntagsroutine habe ich auch die Gewohnheit, jeden Abend mal durch meine WhatsApp-Liste durchzugucken und Leuten zu schreiben oder sie anzurufen, von denen ich die Woche nicht so viel gehört habe, aber bei denen ich mich gerne mal melden würde und fragen würde, wie es denen so geht in letzter Zeit. Natürlich schreibe ich jetzt nicht jeden Sonntag der gleichen Person immer wieder und frage wieder, hey, wie geht's dir? Aber ich melde mich auch sehr gerne bei Leuten, von denen ich den vielleicht sogar schon Monate oder so nichts mehr gehört habe. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde es auch schön, wenn Leute mir persönlich schreiben und ja, mal wieder Hallo sagen. Also ich denke mal, darüber freuen sich sehr, sehr viele. Fünftens, das Leben oder das Zimmer erstmal ausmisten. Ich glaube, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Eigenschaft und Gewohnheit, regelmäßig zu gucken, was brauche ich eigentlich noch. Du musst dafür kein Minimalist oder keine Minimalistin sein, aber ich denke, so ein bisschen Übersicht über das Leben zu haben und nur das zu haben, was man halt irgendwie braucht und haben möchte, ist eine ziemlich gute Eigenschaft und ein ziemlich gutes Mindset. Und deswegen mache ich es sehr gerne, dass ich regelmäßig so gucke, was brauche ich eigentlich noch. Und wenn ich beispielsweise durch meinen Kleiderschrank durchgehe und gucke, was ich anziehen möchte und eine Sache sehe, die ich gar nicht mehr getragen habe für eine längere Zeit oder die ich nicht mehr so schön finde, dann frage ich mich, brauche ich das wirklich noch oder kann das weg? Oder gerade gestern habe ich mich wieder vor meinem Bücherregal gesetzt und geguckt, welche Bücher möchte ich eigentlich noch lesen, welche habe ich schon gelesen und kann deswegen weggeben und so weiter. Und ich mache auf meinem Kanal ja auch Videos über das Thema Minimalismus. Und mir ist wirklich dieser Besitz, bewusster Konsum, aber auch dieses regelmäßige Ausmisten ziemlich wichtig. Und ich habe davon bisher auch nur profitiert, also ich kann es wirklich nur an euch weitergeben und es euch empfehlen. Kommen wir nun zum sechsten Punkt. Und beim sechsten Punkt geht es um das Thema Ziele. Ich glaube, das, was Leute, die Ziele erreichen, von den Leuten, die Ziele nicht erreichen, unterscheidet, ist, dass diese Leute sich bewusst Ziele setzen. Und das klingt natürlich so logisch und simpel und selbstverständlich, aber ich glaube, oft vergessen wir das irgendwie in unserem Alltag und ja, übersehen das Ganze irgendwie. Aber wie ihr euch denken könnt, ich mache das jeden Sonntag. Und jeden Sonntag setze ich mich hin und gucke, was habe ich für Ziele für die nächste Woche. Das sind keine riesigen Ziele, aber das sind kleine Schritte für Ziele, die ich in Zukunft erreichen möchte. Und das sind kleine Schritte, die ich jede Woche gehen kann, um zu einem größeren Ziel zu kommen. Und mich würde mal sehr freuen, wenn du jetzt in die Kommentare ein Ziel von dir reinschreibst, das du für die nächste Woche hast. Oder für diese Woche hast, ist mir egal. Aber es würde mich sehr freuen, wenn ich mal so deine Ziele lesen kann. Und außerdem kannst du auch selbst reflektieren, was du vielleicht für Ziele hast. Also schreib das sehr gerne mal in die Kommentare. Und ich freue mich schon sehr, das Ganze durchzulesen. Die siebte Sache ist, mindestens eine Sache zu machen, die dir total Spaß macht. Also das sollte natürlich viel öfter und auch natürlich passieren. Aber ich denke, dass es manchmal ziemlich hilfreich sein kann, sowas auch wirklich zu planen. Dass du einfach schon weißt, du hast in dieser Woche eine Fun-Aktivität, die du sehr gerne machst, auf die du dich super freust. Wie gesagt, das soll nicht bedeuten, dass du jetzt nur in der ganzen Woche eine einzige Sache machst, die dir Spaß macht. Sondern das sollte natürlich auch, wie gesagt, viel öfter und auch auf natürliche Art und Weise nicht geplant stattfinden. Aber ich finde es ziemlich schön, eine Sache am Anfang der Woche zu haben, auf die ich mich freue, da ich weiß, dass diese tolle Aktivität in dieser Woche stattfinden wird. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann können dir auch noch diese Videos hier gefallen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Danke, tschüss!